Einen schönen guten Abend. Werner Faymanns Hornhaut ist abgenützt. Der Bundeskanzler und SPÖ-Chef erklärt mit sofortiger Wirkung seinen Rücktritt. Rote Parteigrößen, aber auch der Koalitionspartner ÖVP reagieren überrascht. Jetzt übernimmt Vizekanzler Mitterlehner vorübergehend die Regierung. Wie geht es jetzt weiter? Kommen Neuwahlen? Dazu bei uns im Studio Politikberater Thomas Hofer. Jetzt also doch. Werner Faymann nimmt den Hut. Heute Mittag ist Österreichs Bundeskanzler zurückgetreten als Kanzler und als Parteichef. Die Nachricht hat selbst viele innerhalb der SPÖ überrascht. Zwei Wochen nach dem desaströsen Abschneiden bei der Bundespräsidentschaftswahl haben die Faymann-Kritiker den parteiinternen Machtkampf gewonnen. Eiligen Schrittes und mit ernster Miene verlässt Werner Faymann das Treffen mit dem Bundespräsidenten. Am Mittagessen mit den SPÖ-Granden nimmt er gar nicht mehr teil. Der Widerstand in den eigenen Reihen ist selbst dem krisenerprobten Regierungschef zu groß geworden. Hat man in dieser schwierigen Zeit die volle Rückendeckung? Hat man einen starken Rückhalt in seiner Partei? Das muss ich Ihnen mit Nein beantworten. Ich ziehe aus diesem zu geringen Rückhalt in der eigenen Partei die Konsequenzen. Ich lege meine Funktionen als Parteivorsitzenden und Bundeskanzler mit dem heutigen Tag zurück. Faymann kommt damit seinen Kritikern zuvor. Denn so weiter Kanzlern war etwa für die Landesparteichefs von Salzburg und Vorarlberg, die beim Treffen am Vormittag gar nicht eingeladen waren, ohnehin keine Option. Ich glaube, da hat der Partei einen großen Dienst erwiesen. Jetzt im Nachhinein ist das herausgekommen, was die Mehrheit der Länderchefs offensichtlich wollte. Und jetzt gilt es, an der Zukunft zu arbeiten. Und die Zukunft sieht vorerst so aus. Am vorgezogenen Parteitag am 25. Juni will die SPÖ ihren neuen Parteichef wählen. Bis dahin nimmt Wiens Bürgermeister Michael Häupl das rote Zepter in die Hand und läutet gleich eine Phase des Nachdenkens ein. Und das tut man bekanntlich immer dann, wenn man gleichzeitig schweigt. Und das tue ich jetzt. Ich kann es mir nicht böse, aber ich muss auch mit der Situation arbeiten. Im Rennen um Faymanns Erbe halten sich hartnäckig zwei Namen, ÖBB-Chef Christian Kern und Medienmanager Gerhard Zeiler. Doch wer weiß, vielleicht war der Rücktritt des Kanzlers nicht die letzte Überraschung für die SPÖ-Mitglieder und den sichtlich fassungslosen Arbeiterkammerpräsidenten. Mich überrascht gar nichts mehr. Ein schöner Tag für Österreich, so kommentiert heute zumindest die FPÖ den Rücktritt von Bundeskanzler Werner Faymann. Auch die anderen Oppositionsparteien sparen nicht mit Kritik an dem scheidenden SPÖ-Vorsitzenden. Und der Koalitionspartner, die ÖVP, zeigt sich zwar nach außen hin zurückhaltend, dürfte aber im Vorfeld ebenfalls nicht informiert gewesen sein. Überrascht reagieren heute viele auf den Rücktritt von Bundeskanzler Werner Faymann. Auch der Koalitionspartner fühlt sich überrumpelt. Erst nach einer zweistündigen Nachdenkpause tritt ÖVP-Parteiobmann Reinhold Mitterlehner vor die Presse. Also ich bin von der Vorgangsweise des Herrn Bundeskanzlers, was den Zeitpunkt anbelangt, schon überrascht. Nehme aber dies als seine persönliche Entscheidung mit Respekt zur Kenntnis. Und nachdem er jetzt auch mit sofortigem Zeitpunkt zurückgelegt hat, übernehme ich jetzt einmal diese Funktion. In diesen Minuten betraut Bundespräsident Heinz Fischer den ÖVP-Chef damit, die Geschäfte des Bundeskanzlers vorerst weiterzuführen. NEOS und Grüne sowie Präsidentschaftskandidat Alexander Van der Bellen sehen in Faymanns Rücktritt heute die Chance auf einen Neubeginn für Österreich. Für FPÖ-Bundesparteiobmann Heinz-Christian Strache ist durch den Rücktritt das Problem der SPÖ nicht gelöst. Eine Neudekoration der Auslage ändere nichts am mangelhaften Sortiment, so Strache. Die Österreicher sehen das offenbar ähnlich. Es geht nicht nur um die Personen, sondern insgesamt um die thematische Ausrichtung der SPÖ. Naja, es war, glaube ich, absehbar, nachdem er keinen Rückhalt mehr gehabt hat in der Partei. Also ich würde mir auch nicht alles gefallen lassen persönlich. Reaktionen aus dem Ausland sind rar. Der deutsche SPD-Chef Sigmar Gabriel bedauert den Abgang Faymanns. Er hofft nun auf geordnete Verhältnisse in Wien. Und in unserem Studio in Wien begrüße ich jetzt den Politikberater Thomas Hofer. Schönen guten Abend, Herr Hofer. Schönen guten Abend. Herr Hofer, lange hat es ja so ausgesehen, dass es sich Werner Faymann zum Credo gemacht hat, alles und jeden auszusitzen. Er bleibe uns erhalten, man müsse weiter mit ihm rechnen, hat er noch letzte Woche ausrichten lassen. Was ist denn da so schnell anders geworden?
Nun, ich glaube, er ist wirklich auch persönlich zur Einsicht gekommen, dass es nicht mehr geht. Es ist auf einer derartig breiten Front gebröckelt, sein Vertrauen, sein Zutrauen innerhalb der Partei, dass es einfach nicht mehr ging. Und bevor es jetzt zu einer scheibchenweisen Demontage gekommen wäre, und das wäre es mit Sicherheit, hat er eben selbst die Initiative ergriffen und ist noch erhobenen Hauptes gegangen. So interpretiere ich ihn zumindest von heute Morgen. Wie geht es denn jetzt mit der Koalition weiter? Kann man da einfach so die Regierungsspitze austauschen oder läuft es jetzt doch auf Neuwahlen hinaus? Nun, das ist eine ganz zentrale Frage und das bestimmt natürlich jetzt auch die Überlegungen innerhalb der SPÖ, wen man nominiert als Nachfolger Faymanns. Denn wenn man jetzt wen ganz Neuen von außen nimmt, zum Beispiel einen Christian Kern, einen Gerhard Zeiler, dann wäre das natürlich möglicherweise auch ein Anlass für die ÖVP zu sagen, na gut, den kennen wir aber nicht so gut, jetzt lasst uns neu wählen mit möglicherweise auch einem neuen Spitzenkandidaten namens Sebastian Kurz. Also das ist dann ein gewisses Wabankspiel auf beiden Seiten und deswegen darf man mit Argusaugen drauf schauen, wie sich da wirklich die Entscheidungsfindungen der SPÖ dann abspielen. Bei der aber, wenn ich Sie richtig verstehe, die ÖVP zumindest indirekt eine Rolle spielen würde, wenn es darum geht, ob man gemeinsam eine Regierung noch bilden will oder sich dem Risiko einer Wahl aussetzt. Ja. Ganz genau so ist es. Ich meine, eines ist schon auch klar, für die Volkspartei wäre das auch ein Hochrisikospiel, zu sagen, wir akzeptieren einen neuen SPÖ-Kanzler nicht. Selber hat man immerhin auch zweimal ausgetauscht, nämlich den Vizekanzler und Parteichef, und die SPÖ hat sie jedes Mal geschluckt. Aber klar ist, man kann, wenn man einen Absprung suchen will, und da gibt es manche in der ÖVP, die das wollen, kann man das natürlich zum Anlass nehmen. Und all das müssen jetzt die SPÖ-Granden, wenn sie dieser Tage tagen, und das werden sie einige Male machen, natürlich mitbedenken. Also spannend bleibt es jedenfalls. Vielen Dank für diese Einschätzung, Thomas Hofer. Guten Abend nach Ihnen. Werner Faymann hatte seit seinem Antreten vor 7,5 Jahren eigentlich drei Jobs. Bundeskanzler, SPÖ-Parteichef und Überlebenskünstler. Denn der 56-Jährige hat zahlreiche Krisen in der Regierung wie innerhalb seiner eigenen Partei überstanden, oftmals durch simples Aussitzen. Ergebnis: Von allen derzeitigen EU-Regierungschefs war er, nach der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel, sogar am längsten im Amt. Ein Rückblick auf die wechselvolle Ära Werner Faymann. Buhrufe und gellende Pfiffe von der eigenen Parteibasis. Und das auf der größten Bühne der Sozialdemokraten beim Maiaufmarsch in Wien. Für SPÖ-Chef und Kanzler Werner Faymann ist es der Anfang vom Ende, auch wenn sich der 56-Jährige darauf noch kämpferisch gibt. Rechnen Sie weiter mit mir. Doch nur eine Woche später kann er sich nicht länger an der Spitze von Partei und Regierung halten. Wenn man die Ehre hat, 7,5 Jahre Bundeskanzler der Republik Österreich sein zu dürfen, dann sagt man Dankeschön, und das sage ich aus tiefer, innerster Überzeugung. Besonders beliebt war der Politiker Werner Faymann nie. Schon als Wiener Wohnbaustadtrat hat er nur eine kleine Gruppe von Vertrauten. In die Bundespolitik schaffte er es 2007 als Verkehrsminister, unter anderem mit Hilfe der Boulevardmedien. Nur ein Jahr später übernimmt Faymann den Vorsitz der Bundespartei und folgt Alfred Gusenbauer als Kanzler nach. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Das ist lieb. Danke schön. Alles vom Beinbruch. Danke. Danke. Doch seine Amtszeit als SPÖ-Chef ist geprägt von Wahlniederlagen. Von den 20 Landtags-, Nationalrats- und EU-Wahlen, die in seiner Zeit als SPÖ-Chef stattfinden, gehen 18 mit teils herben Verlusten für die Sozialdemokraten aus. Dennoch schafft es Faymann, sich 7,5 Jahre als Parteichef und Kanzler zu halten. Bis heute. Seine Zukunft sieht Faymann in der EU-Politik in Brüssel, wie er heute über ein Boulevardmedium wissen lässt. Soweit unser Servus-Journal, 18 Uhr zum Rücktritt des Bundeskanzlers. Damit verabschieden wir uns von den Zusehern in Deutschland und in der Schweiz. Guten Abend aus Salzburg.